Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Tittmanninger, Kirchheimer, Kaya und Asner, die Kanzel in dieser Kirche ist etwas ganz, ganz Besonderes. Sie ist genau in der Mitte des Raums des Lebens. Hier ist der Raum des Lebens, wo die Gläubigen sind. Vorne die 5 Stufen zum Altarraum, habe ich euch gesagt, das ist der Raum der Verherrlichung. Aber hier im Raum des Lebens steht diese prächtige Kanzel. Und sie erzählt uns von unserem Glauben. Nämlich, wir finden hier die 4 Evangelisten. Neben mir Johannes mit dem Adler. Auf der anderen Seite der heilige Lukas mit dem Stier. Oben finden wir mit dem Löwen den heiligen Markus und auf der anderen Seite mit dem Engel den heiligen Matthäus. Diese Kanzel, sie erinnert uns daran, dass hier vom Leben Jesu uns berichtet wird. Und es ist auch dort oben ein kleines geschnitztes Reliefbild, wo Jesus bei der Predigt dargestellt wird. Und auf der Seite ist ein Reliefbild mit der Predigt Johannes des Täufers. In dieser Kanzel wird die ganze Heilige Schrift dargestellt, nicht nur die Evangelisten. Nämlich, wir finden oben auf dem Schalldeckel der Kanzel den Engel mit den 10 Geboten. Das erinnert an das Alte Testament. Gott hat sein erstes Volk berufen. Und auch das Alte Testament müssen wir sehr, sehr ernst nehmen, diesen ersten Bund. Und daneben der goldene Engel mit der Posaune, der an das letzte Buch der Heiligen Schrift erinnert, an die Offenbarung des Johannes. So finden wir hier die ganze Heilige Schrift sozusagen dargestellt und im Schalldeckel ist der Heilige Geist, nämlich der, der hier predigen soll. Er soll nicht seine eigene Lehre verkünden, er soll nicht sich selber verkünden, sondern er soll immer das verkünden, was der Geist ihm eingibt. Er soll im Vertrauen auf den Heiligen Geist seine Worte wählen, sodass die Menschen das verspüren, dass es Worte ewigen Lebens sind, die uns in der Heiligen Schrift verkündet werden. Und so beten wir auch an diesem Abend. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht, hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch an diesem Abend und in dieser Nacht Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lasset uns gemeinsam singen, loben, danken dem Herrn. Lasst es uns gemeinsam tun, singen, loben, danken dem Herrn. 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 Euch einen schönen Abend, eine gute Nacht, bis morgen, für euch Gott.